Herzlich willkommen zur Animal Care Austria Gala zu Welttierschutztag am heutigen 4. Oktober. Ich darf eine ganz besondere Gala moderieren, und zwar die Animal Care Gala. Und es geht natürlich, wie Sie schon sehen können, um Hunde, um Tierschutz. Tierschutz ist ganz, ganz wichtig, und deshalb muss auch Geld her und muss gespendet werden und gesammelt werden für diese lieben Vierbeiner. Wir haben hier Brownie und Kitschi. Und sind's brav? Derweil schon, oder? Derweil schon. Aber ich glaube, mit diesen super lieben Halsbahnen, die ist ja, glaube ich, schon alles irgendwie perfekt für den Abend. Ja, da, ja, schon. Du unterstützt selber auch Animal Care, oder? Genau, ich bin seit 1,5 Jahren dabei. Und was ist so das Besondere an Animal Care? Boah, ja, es verbindet eben den schönen, den luxuriösen Abend eben auch mit den nicht so schönen Seiten, eben in Serbien, und hilft da Geld zusammenzubringen. Das ist eine gute Sache. 2006 hast du schon alles gegründet. Was hat sich jetzt noch, beziehungsweise die Projekte, wie sind die jetzt? Oder was ist jetzt anders geworden als früher vielleicht? Oh, wir haben uns so erweitert in diese 13, 14 Jahren. Wir müssen aufpassen, dass wir nicht über unsere Grenze steigen. Ich meine, jeder Tierschutzverein hat nur so viele Möglichkeiten. Aber Galaabende wie heute Abend ist eine Chance für uns, unser Publikum zu zeigen, was für wirklich tolle Projekte wir haben, hier in Österreich und auch in unseren Nachbarländern. Für mich und für viele andere ist sie die graue Eminenz des Wissens über den Tierschutz. Sie leitet nicht nur den Wiener Tierschutzverein, sie ist wirklich eine Freundin für Mensch und Tier. Ja, wir arbeiten mit Animal Care zusammen, der Wiener Tierschutzverein und Animal Care. Und zwar deswegen, weil wir ein sehr merkwürdiges Gesetz haben, das den kleineren Vereinen verbietet, Tiere zu vermitteln, wenn sie keine eigene Übergabestelle haben. Jetzt haben wir das bereitgestellt für Animal Care. Aber meine Hoffnung ist, dass sich das Gesetz bald einmal ändert. Wir werden sicher gleich an eine neue Regierung herantreten. Aber die Kooperation mit Animal Care, die werden wir schon behalten. You're a big star in the US and now you're here in Austria for Animal Care. Why is it so special for you? I mean, I'm a huge animal lover myself. I have adopted 2 dogs in the last 10 years. So I really support the cause. I'm a great fan of Carol. And so I'm just happy to be here and just support this wonderful cause and share my gifts with everybody. Yeah. Thank you so much. So Allegra, du bist eine 14-jährige Teenager, kann man sagen, aber mit irrsinnig vielen Talenten, und du machst auch nebenbei noch Animal Care. Wie geht sich das alles aus und wie machst du das? Naja, es ist jetzt halt nicht so, dass Animal Care mein einziges Konzert ist. Also ich habe schon unter dem Jahr eben einige. Nur das ganz Tolle hier eben ist, dass es Charity ist und es geht eben an Hunde. Und ich war auch schon einige Male beim Care Day dabei und habe bei den Hunden mitgeholfen. Und die sind so lieb und so süß und es macht total Spaß. Manchmal, ich fahre weg von den Tierheimen, die ich besucht habe. Und auf einer Seite bin ich sehr traurig. Weil es tut weh, wirklich wegzufahren und zu wissen, dass der Hund steht dort, schaut mich an, wedelt, will unbedingt, dass ich zurückkomme für die letzte Streichelheiten, die letzte Leckerli. Aber was ich wirklich machen kann, ist nach Wien kommen, arbeiten mit meinem Team, dass wir etwas wirklich tun können für diese Tiere. Und alle Tiere in unseren Tierheimen. Das bedeutet, die so lange zu unterstützen mit gutes Futter, mit medizinischer Besorgung, mit Kastrationsprogrammen natürlich, bis wir endlich eine liebevolle Zuhause gefunden haben für die Tiere. Und dann, das ist die allerbeste Belohnung für uns.